äußerst hart. Das Dorf Ferentino, welches vorübergehend keine Gäste mehr mit seiner... Ja, ich mach's nämlich jetzt anders. Ich werde es jetzt ganz anders machen als zuerst gedacht. Moment kurz, gucken, ob ich das schon renoviert habe. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, habe ich schon. Die Wachen wurden angewiesen, störende Gefährte zu entfernen. So, wir werden nämlich zur Tiberinsel reisen, dort die Assassinenzeremonie machen. Und dann Christina-Mission und dann Kurtisan-Mission und dann höre ich auch schon auf. Oder ich mache vielleicht sogar noch eine Mission in Sachen Französische Armeen und hier der Baron de Valois und so. Boah, die zeigen sich die krassesten Tricks. Oh, 4-9er. Oh. Vier Neuner haben wir. Jetzt. Krasse Scheiße. Natürlich erstmal auch alle. Gehen jetzt erstmal raus und dann wieder rein und dann tun wir die Zeremonie vollführen. Genau, jetzt. Viel Spaß dabei. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das ist korrekt. Noch mehr Assassinen oder was? Ach so. Alles klar, wir haben jetzt zwei Assassinen. Zwei Meisterassassinen. Valentino Virga und Filippo Folia. Gucken. Ah, okay. 5 Assassinen zum Rang Assassin ausbilden. Okay, das schaffe ich. Pfeilhagel muss ich öfters einsetzen. Und noch Assassinen. Okay. Okay, ja, das ist machbar.
Und wir werden jetzt zur Christina-Mission gehen. Wir werden die Christina-Mission machen. Und danach werden wir die Kurtisanen-Mission machen. Und danach werde ich entweder aufhören oder vielleicht noch eine Mission machen. Was? Bin ich jetzt gerade in der falschen... Noch ein Assassin ist bereit. Okay. Ich bin echt ein bisschen behindert anscheinend. Na ja, egal, ich mache jetzt jedenfalls jetzt die Christina-Mission. Danach werden wir vielleicht noch einen Assassinen machen. Venedig, 1486. Ezio, ich hoffte, dich heute Abend zu treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Das Fest des Dogen beginnt schon bald. Egal, ich habe Neuigkeiten. Offenbar ist Christina Vespucci zum Karneval in Venedig. Standet ihr euch nicht nahe? Irgendwann. Vielleicht hätte ich besser nichts gesagt. Sie ist mit ihrem Mann hier. Vielleicht ist sie nicht froh, dich zu sehen. Nein. Es ist wunderbar. Es ist Karneval. Mit dieser Maske wird sie mich nicht erkennen. Ich weiß aber, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Grazie, amico. Persona non grata. Christina eine Nachricht zu stecken, um sie vom Fest wegzulocken. Natürlich, das werde ich machen. Habe ich den Brief jetzt nicht zugesteckt? Wurde ich gerade geschlagen? Von wem? Achso, weil ich dir eine beraubt habe. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Meine Fresse, bin ich schlecht. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten.
Hat sie das jetzt wieder entdeckt? Oh Gott. Ich bin so schlecht. Es ist mir noch nie passiert. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten. Hat sie mich entdeckt? Nein, hat sie nicht. Von Gott entsendet, um sie zu schlagen. Ich fange sie jetzt in der Gasse sozusagen. Der Gosse in der Gasse. Ja. So, jetzt hat es auch endlich geklappt. Na. Manfredo, seit wann bist du so romantisch? Ezio, was zur Hölle tust du hier? Du wagst es! Christina, alles ist gut. Alles gut? Ich habe dich 8 Jahre nicht gesehen. Sieh, ich hatte Angst, du würdest nicht kommen, wenn ich dich bitte. Genau. Wäre ich nicht. Ezio, das letzte Mal, als ich dich sah, küsstest du mich in einer Gasse und dann hast du mich heiraten lassen. Es war die richtige Entscheidung. Er liebt dich. Wen kümmert, was er will? Ich liebte dich. Du hattest eine zweite Chance. Bitte, Ezio. Suche mich nie wieder auf. Oh, Ezio. Erstmal hier ein paar Leute angreifen. In Venedig. In der Vergangenheit. In Erinnerung. Egal. Ja. Und da sieht man mal. Beide haben sich geliebt, ne? Ja, ja. Traurige Liebesgeschichte. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zur Assassinenzeremonie und lassen den nächsten einweisen. Einkommen im Tresor, ja, dann gehen wir mal kurz noch... Metall!
Kerl wird in diesem im Tresor die Sachen abheben. Ich habe Grafen, Prinzen und Könige gedient. Nur die besten. Dann machen wir die nächste Zeremonie. Leia Shea Wakan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Jo, das ist unser Motto.